367 von 17 wurde heute Morgen gestartet in Loris. 530 Kilometer. 530 Kilometer um 6.30 Uhr, eingekorrt am Donnerstagabend. Taube erreichte heute ihren Heimatschlag um 13 Uhr und 43 Sekunden. Ja, wir hoffen, dass sie jetzt mal schafft, auch den ersten zu machen. Ist von der Blutführung, kann sie das allemal. Ist aus dem Sohn Ringlosen von Günter Prange mit der guten Geringstaube. Und die war auch letztes Jahr schon recht gut. Und wir wollen hoffen, dass uns jetzt die nächsten Touren nicht verloren gehen und auch noch ein paar schöne Preise fliegt. Taube ist wieder rundum genesen, kam auch vom Fluch, als wenn sie gar nicht weg gewesen wäre. Zeig nochmal den Flügel, ja. Ich denke mal, ein schönes kleines Weibchen, die auch wirklich noch eine Zukunft vor sich hat. Ja. Und mach mal den Schwanz so, ein bisschen den Rücken zeigen. Ja. Das ist ein kleines, schönes Weibchen, einheitliches Weibchen. Die homogen ist, alles ineinander passt. Und wie gesagt, guck mal hier raus. Guck mal hier. Auch eine gute Blutlinie hat, die dann dementsprechend. Wir sind heute hier beim. Wir haben heute den 1. Juni. Und sind zu Besuch hier beim Andi Marx in Gelsenkirchen am Zoo. Und der Faris aus Hamburg, Taubenzüchter, der in Hamburg, also hier lebender Iraker, der in Hamburg Tauben schickt und mal so durch Deutschland tingelt und den einen anderen besucht. Und ja, da haben wir heute hier mal so ein Kennenlernen gemacht. Ja. Und er findet da, glaube ich, hier ganz ordentlich, ne, Faris? Sind hier gute Tauben? Ja. Wie ist dein Eindruck? Bist begeistert von den Tauben, ne? Ja. Ja. Und ja, mal gucken, was das so bringt, ne? Andi hat ja heute vielleicht einen ersten Konkurs von Loris geflogen auf der Westrichtung. Er schickt also in zwei Richtungen in der großen FV Herne im Regionalverband 403. Da ist er, und wenn man dann Revue passieren lässt, der letzten Jahre war er immer einer der führenden Schläge hier. Das kann man ohne zu übertreiben sagen. Egal ob jetzt Westen, ob Osten, es gab mal Zeiten, da haben sie zum Westen haben sie gebetet, dass er Andi abhaut. Haben es ja im Endeffekt dann auch geschafft. Dann ist er zum Osten gegangen. Da hat er dann seine Leistung wiederholt. Also ist schon, wie gesagt, die letzten, eigentlich immer, solange der Andi Tauben schickt, hat er gut geschickt, um das mal auf den Punkt zu bringen. Der Vater ist jetzt leider verstorben und dann ist er der Grundsteinleger. Dann hat er noch einen Onkel gehabt, der auch hervorragend, die ganze Familie, der Bruder, waren alles hervorragende Taubenzüchter. Das ist so und da gibt es nichts zu rütteln dran. Ja, wolltest du noch was sagen, Andi? Ja, ich sage erstmal, wir können eigentlich im Großen und Ganzen festhalten, dass es so ist, wie du das gerade geschildert hast. Der Grundstein wurde natürlich gelegt mit dem besten Taubenmaterial, was man zu der damaligen Zeit immer bekommen konnte, ob es Günter Pranger war, Gummer Leisen war. Die ein oder andere Taube wie Marcel Dillon haben noch einen richtig guten Teil dazu beigetragen. Und ich sage jetzt einfach mal, dann waren es auch noch dann die Leistungstauben, die man dann immer verstärkt verpaart hat, wo man dann immer gesagt hat, aus den besten oder aus den guten Tauben kommen auch immer wieder gute, die leistungsstarken Tauben wurden immer wieder in die Zucht eingesetzt. Und so wurde man eigentlich immer von Jahr zu Jahr stärker. Ja, okay, danke schön. Und viele Tauben waren es natürlich auch hier noch, muss man auch noch erwähnen, die Stammtauben von der Marschallekens, die darf man nicht vergessen, da sind Tauben rausgefahren, die alle Touren machten, 13-13, 14-14 mit über 1130 Asspunkte. So Tauben haben in Herne, glaube ich, vorab nie geflogen. Und, die Linie von Marschallekens, schilder mal, die Linie. Die Linie von Marschallekens ist folgendes, wir haben einen Sohn aus dem Fast Blue, aus dem Stammvogel, der war gepaart an die 144 oder 145. Die waren damals, zur damaligen Zeit, erste und zweite Asttaube Union Brabant.
Die eine machte 7 Erste, der andere machte 9 Erste. Und ich sage mal, das Weibchen war dann an dem Stammvogel Fast Blue. Und dann haben wir glücklicherweise eine Tochter Kralmann, der auch beim Charlekens 9 Erste machen konnte, erwerben können. Die haben wir dann zusammengepaart und das war eigentlich der Grundstein von diesen hervorragenden Tauben, die auch dann 100% Flugleistung erbringen konnten. Mit einer wahnsinnig hohen Punktezahl. Also ich sage, wir sprechen dann hier wirklich von 13 und 1100, über 1130 Asspunkten. Das ist ja schon phänomenal, gerade hier im Ruhrgebiet. Mhm. Ja, danke Andi, ne? Gerne. Ist eigentlich alles gesagt. Ja, wir haben uns gefreut, jetzt hier, sagen wir, dass wir heute den netten Besuch hatten aus dem Irak. Ja. Und wir hoffen, dass wir die ganze Sache hier vertiefen können. Und wir können, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass da im Irak der Taubensport stark bergauf geht. Es wurde mal vor 3, 4, 5 Jahren zurück mit wenig Leuten angefangen. Und man muss schon erstaunlicherweise feststellen, in welchem rasanten Tempo, ich sage jetzt mal, da von einer kleinen Züchterschar auf einer enormen Taubenzahl und auch auf Ringbestellungen, auf einer hohen Ringbestellung zurückgehen kann. Das wäre alles in Deutschland noch wünschenswert, aber ich glaube, da tun sich die Verantwortlichen und wir uns hier in Deutschland etwas schwieriger. Aber da muss man schon sagen, dass gerade in diesen Ländern der Taubensport einen Hype hat. Und ich sage jetzt mal, wir wünschen den Leuten da dort unten viel Erfolg und vor allen Dingen, dass sie auch dann gute Tauben bekommen, sodass sie dann den Leistungsstandard auch von Deutschland oder Belgien oder Holland erreichen können. Und ich glaube, die Leute sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, man darf nicht vergessen, dass die Widrigkeiten durch die hohen Temperaturen da ja auch den Taubensport wahrscheinlich nicht so leicht machen, ne? Das ist richtig. Ja, das merken wir hier ja auch. Ich sag mal, wenn jetzt hohe Temperaturen sind, dass die Tauben dann hier gerade auch im Jungtierbereich, dass sie dann auch dementsprechend ein bisschen anfälliger sind. Das merkt man schon. Und da muss man dann dementsprechend natürlich auch einwirken. Und ich sage mal, dass dann in so Ländern natürlich zu gewissen Zeiten die Tauben das noch schwieriger haben als hier in Deutschland. Ich glaube, das müsste jedem bewusst sein. Ja, wie gesagt, dann wünschen wir denen alle viel Erfolg und bleiben wir international. Genau. Ja. Ne? Ja. Schönen Dank für den Besuch. Dankeschön. Vielen Dank für den Kaffee. Ja, gerne, gerne. Ja, wir sind ja hier beim Andi Marx. Das sind ja alles hier seine Hallen. Wir waren früher mal ein Floristikunternehmen, die Eltern betrieben und haben das hier mit nichts aufgebaut, muss man sagen. Den Andi seine Wachhunde. Also ich würde jeden überlegen, ob er sich hier ansässig macht, die abends vorbeiläuft. Ne? Alles gut? Man kämpft sich weiter. Mehr ist er nicht. So, da sind die beiden, die passen hier auf.